Hallo und willkommen zu dieser kleinen Patch-Preview zum kommenden Patch oder jetzt bereits erschienenen Patch Geistertal. Zumindest vermute ich, dass er Geistertal heißen wird, hier auf gatenews.de. Ja, wir hatten oder ich hatte in diesem Fall die Chance, den neuen Patch anzuspielen und mal so einen kleinen Blick in die Raids, die Belohnungen und das Drumherum zu werfen. Das Problem dabei war, dass wir nicht sonderlich weit gekommen sind, sodass ich euch nur auf den Livestream heute Abend von Vanitas verweisen kann. Da wird es sicherlich mehr neue und brauchbarere Informationen geben, als das jetzt hier gerade der Fall ist. Was wir aber wiederum machen können, und das ist der Vorteil vom Testserver, ist uns die drei neuen Legendaries mal genauer anzuschauen. Und ich würde sagen, wir starten dabei auf meinem Waldläufer. Ich muss einmal durch jede Klasse wechseln, damit ihr jedes Legendary sehen könnt. Das hier ist die legendäre Axt. Vielleicht nicht unbedingt die spektakulärste Waffe, vor allem wenn man sie nicht gezogen hat. Da wirkt sie meiner Meinung nach relativ unscheinbar. Schöner sieht es dann schon aus, wenn man die Waffe zieht. Da kommt dann dieser blaue Effekt auf dem Arm mit dazu. Die Axt bekommt diesen schimmernden Effekt und wie ihr sehen könnt, wir hinterlassen auch Fußabdrücke. Diese Fußabdrücke hinterlassen wir allerdings auch ohne, dass wir die Waffe gezogen haben. Hier seht ihr dann nochmal, also wirklich gut sieht man die Effekte nicht, da die so Richtung Boden gehen. Ich könnte probieren, mich hier mal dem Kampf so ein bisschen anzuschließen und dann seht ihr, wie das aussieht, wenn eure blaue Axt da tatsächlich dann auch mal fliegt. Auch bei der Ausweichrolle haben wir einen gewissen Effekt mit dabei. So, ich ziehe mich dann hier mal wieder raus. Das ist die, wie gesagt, neue Axt mit dem Namen Nimmermeer. Nein, Astralaria. Komme ich dir auf Nimmermeer? Astralaria ist der Name der neuen legendären Axt. Und ich würde sagen, wir schauen sofort rüber zur Pistole, das wird dann mein Dieb hier sein. Und wir können ein bisschen allgemein über den Patch sprechen. Denn neben den legendären Waffen, die wir nun herstellen können, gibt es, wie gesagt, auch das Geistertal, den ersten Flügel des Raids. Und darin gibt es einen Belohnungshändler mit einigen spannenden neuen Belohnungen. Es gibt eine neue Beherrschung, eine neue Beherrschungslinie spezifisch für den Raid. Und es gibt Raid-Erfolge spezifische, die wir uns auch vielleicht einmal ganz kurz hier anschauen könnten, wenn ihr Lust dazu habt. Wobei, das machen wir später. Kümmern wir uns erstmal um die Pistole. Ich habe hier sofort zweimal die Pistole angebracht, mit dem wunderschönen Namen Hoffnung, sowohl in der Offhand als auch in der Mainhand. Auch hier wieder recht unscheinbar, wenn sie nicht gezogen sind. Ein bisschen effektreicher, wenn man sie zieht. Und noch effektreicher, wenn sie denn dann eingesetzt werden. Hier beim Entladen sieht man, glaube ich, den Effekt und hört man auch die Soundeffekte. Relativ gut. Ich hoffe, das passt jetzt gleich so auch im späteren Verlauf. Auch hier haben wir wieder Fußabdrücke. Die können wir uns mal anschauen. So ein leichter blauer Effekt, aber nicht ganz so schimmernd. Dafür halt noch so ein bisschen elektrische Blitze mit dabei. Und zu guter Letzt gehen wir zum Stab, also damit einmal ganz kurz zum Elementarmagier. Und dann werfen wir natürlich auch nochmal einen Blick in die Sammlung, die es für die legendären oder für die Precursor für die legendären Waffen gibt. Denn auch dafür interessiert sich sicherlich der ein oder andere. Das hier ist der Rabenstab, Nimmermeer. Und ihr seht, der Rabe sitzt hier schön auf dem Stab drauf. Das ändert sich, sobald man den Stab zieht. Dann verschwindet der Rabe und mit ihm fliegen einige Raben weg. Wenn man so ein bisschen nach oben schaut, das können wir jetzt mal machen für den Effekt, dann seht ihr, dass da ziemlich viele Raben kommen und sich vom Stab wegbewegen. So sieht er aus, wenn er gezogen wird, der Stab. Auch hier gibt es wieder Fußabdrücke, diesmal ein ganzes Stück heller. Und wenn ich das richtig sehe, ist der Auto-Attack angepasst worden, optisch. Die anderen, da dürfte sich nicht viel verändern, aber hier haben wir in jeder Einstimmung diesen wegfliegenden Raben anstatt des Feuerballs. Ansonsten, korrigiert mich, falls es anders wäre, ändert sich aber nicht viel in den Animationen. Oder, um genau zu sein, eigentlich gar nichts.
Ja, das ist, wie gesagt, der Stab. Meiner Meinung nach sogar noch ein Ticken schöner, wenn man ihn nicht gezogen hat. Mit dem Rahmen so fast auf der Schulter. Und jetzt werfen wir nochmal einen fixen Blick auf die Erfolge. Einmal können wir hier sehen, neues Schlachtzugs-UI, Geistertal, mit einem schönen neuen Titel, Der Ewige. Und eben die Sammlungen für die legendären Waffen, Astralaria, Nimmermeer und Hoffnung. Wenn wir hier mal so ein bisschen durchschauen, was haben wir hier mit dabei? Am Ende des Sprungrätsels, also vom Prinzip her, ist es natürlich der Precursor-Schnitzeljagd von den normalen Legendaries ähnlich. Wir haben hier ein Jumping-Puzzle. Hier müssen wir in die Abtei Domant reisen. Hier müssen wir die Weltkarte in Götterfeld suchen, Schatzkammer in Olas Labor, die erhabenen Truhe öffnen in Tahrir, nachdem wir das Event da erfolgreich abgeschlossen haben. Wir müssen ein Abenteuer hier erledigen. Wir müssen die Fluchküste besuchen und in die Schauflerschreck kippen und was da halt alles noch so mit dabei ist. Es sind, glaube ich, ein paar mehr Jumping-Puzzles dabei. Hier sind das jetzt, glaube ich, 3 oder 4 sogar. 2, 3 Fraktale. Wie gesagt, vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich. Auch hier bei Nimmermeer müssen wir zuerst zu einem Jumping-Puzzle, Sumpfland-Fraktal, den Händler und manche dieser Erfolge kennt man vielleicht auch schon aus den anderen Schnitzeljagden. Ich sag mal, zum Beispiel hier der Pistazienbaum, den musste ich auch für Kuzu einmal besuchen. Tomanova-Reaktor ist dabei, das Veteranen-Eichherz im Königintal besiegen und so weiter und so fort. Es ist halt jetzt hier vor allem noch ein bisschen mehr, hier werde ich angegriffen. Es ist halt noch ein bisschen mehr Heart of Thorns jetzt hier dabei. Meta-Erfolge, dort irgendwie bestimmte Sachen erleben und sowas in der Art. Kurzer Blick auch noch ins Squad-UI, wenn mich hier dieser komische Mordrim-Wacht-Kavalier endlich mal in Ruhe lassen würde. Dankeschön. Da haben wir nämlich jetzt die Option, wenn wir den Einsatztrupp erstellen. Super, jetzt kommt er von der anderen Seite. Was für ein nerviger Typ. Wir haben jetzt hier halt die Option, einen Einsatztrupp zu erstellen. Und ihr seht, das Menü sieht schon ein ganzes Stück anders aus beim Squad. Wir haben hier die Chance, verschiedene Gruppen zu erstellen. Hoch bis zu 50 Leute passen in einen Squad. Und der Leader oder die jeweiligen Leute selbst können durch die Gruppen wechseln. So entsteht hier ein schönes UI. Ihr seht, wir können das hier noch ein Stück größer ziehen. Und der Kommandeur hat ein bisschen mehr Kontrolle. Es gibt auch die Option, einen Squad frei für alle zugänglich zu machen, den Squad nur auf Invite-Only zu setzen. Also so ein bisschen Spielereien wie ein Ready-Check sind auch noch mit dabei. Generell das neue Squad-UI, auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Es gibt auch die Option, nur eine 10-Mann-Gruppe zu erstellen. Das ist dann für die Raids relevant. Das geht tatsächlich auch ohne Kommandeurs-Tag. Und das Schöne ist, man kann hier wechseln zwischen dem Einsatztrupp und der eigentlichen Gruppe im Einsatztrupp. Und hier sieht man dann auch Segen, Zustände und Co., während man hier halt tatsächlich nur die Lebenspunkte aller Spieler sehen kann. Für den Raid-Leader vielleicht ein Stück weit interessanter. Für die eigentliche Gruppe, wenn es ums Heilen und Co. geht, ist, denke ich mal, dann auch noch die alte Gruppenansicht oder die überarbeitete Gruppenansicht ein bisschen interessanter. Das soll es mit diesem einen Intro-Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, ihr habt gleich viel, viel Spaß, wenn es in die Raids geht. Und ja, wie gesagt, schaut den Livestream, genießt das Ganze. Wer weiß, wann der nächste Raid kommt. Und ja, man hört und sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.